Ich komme gerade aus der Session Jugendbarcamps. Es ging darum, nochmal Barcamp generell als Format zu besprechen, aber eben auch die Unterschiede Jugendbarcamps deutlich zu machen. Wir haben uns sehr viel ausgetauscht über Formate, die schon liefen, über Integration von Jugendbarcamps in schon bestehende Veranstaltungsreihen und was es für besondere Unterstützungsangebote braucht für Jugendliche, damit sie sich eben kompetent in einem Barcamp äußern können, haben festgestellt, dass im Wesentlichen Barcamps von Jugendlichen und Erwachsenen sehr ähnlich sind und dass es eigentlich ja, eher nur an punktuelle Unterstützung braucht, zum Beispiel im Vorfeld die Infos, wie plane ich eine Session, wie kann ich mich da vorbereiten, aber eben dann vor Ort vielleicht auch zu bestimmten Themenfeldern nochmal nach dem Modell vom Gamescamp Joker mit anzubieten, zum Beispiel einen Rechtsanwalt, den man sich in die Session mit reinbuchen kann und solche Geschichten. Das Ganze ist auch schon schriftlich fixiert im Leitfaden Jugendbarcamps von USPART. Den kann man sich online unter freier Lizenz downloaden. Genau.